Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von The Witcher Blood and Wine, wo wir uns jetzt wieder auf Schatzsuche befinden. Denn es gibt zwar ein paar interessante Aufträge hier in der Gegend, aber der nächste ist tatsächlich die Großmeister-Bärenschulen-Ausrüstung. Deswegen mache ich mich jetzt mal als allererstes dahin auf den Weg. Ah, fällt mir ein, ich habe noch gar nicht geguckt, was wir hier im Umfeld eventuell jetzt noch so an Markierungen freigeschaltet haben. Na, so ein bisschen was im Norden hier, ne? So ein bisschen was im Norden. Wir gehen in absehbarer Zeit noch zum anderen Anschlagbrett und dann haben wir ja sämtliche Markierungen schon mal hier auf der Karte, ne? Wie war denn die Geschichte der Bärenschulenausrüstung? Das Tufo-Weingut. Interessante Geschichte, ne? Ist da nicht... Markiere ich mir die gleich mit? Das ist ja tatsächlich hier auch so komplett in der Gegend, ne? Eingestürzt. Vermutlich hat das Fundament nachgegeben. Wurde buchstäblich untergraben. Gut, dann suche ich doch erst hier. Oh, die sind hier ganz schön unfreundlich, ne? Gut, was haben wir denn hier? Jetzt weißt du, dass ich meine Artkräfte brauche, auf jeden Fall. Gut, ich nehme erstmal das hier vorne. Ich habe das nämlich durchaus wahrgenommen, dass es hier glitzert. 1, 2, 3. Das ist auch wieder nur die Hälfte. Das ist wieder nur die Hälfte. Gut, dann lesen wir erstmal das Tagebuch. Nur kurz hier. Zack, das sind die Aufträge wieder. Und dann. 17. Mai 1243. Endlich eine Reaktion auf meinen Aushang. Ein Hexer, groß wie ein Berg, bärtig wie ein Zwerg. Er fragte nach dem Auftrag und sagte dann, er könnte ihn übernehmen. Für so viel Geld, wie wir für Fifis Mitgift zurückgelegt haben. Nerven wie Taue. Welche Wahl blieb mir? Musste einwilligen. 18. Mai 1243. Der Hexer behauptet, ein unterirdisches Monster würde die Probleme verursachen. Er erkundete das Gebiet und fand einen Eingang zum Höhlenkomplex bei einem Fluss in den Marcesson-Wäldern. Morgen will er hineingehen. 20. Mai 1243. Der Hexer ist noch nicht zurück. Ein Elf aus der Stadt hat nach ihm gefragt. Der hatte die Stirn, einem Anderling unsere Adresse zu geben. 27. Mai 1243. Schluss jetzt! Nie wieder heuere ich einen Hexer an! 10 Tage ist es her, dass er seinen Vorschuss genommen hat und verschwunden ist. Ich werde seine Hinterlassenschaften verkaufen, um wenigstens einen Teil meiner Ausgaben zu ersetzen. Wie dumm, dass er größtenteils Papierwische mit Gekritzel hinterlassen hat, die ohnehin keiner kaufen werden will. Was für ein Monster der Hexer auch gejagt hat. Getötet hat er es offenbar nicht. Ich muss die Augen offen halten. Finde den Eingang zu der unterirdischen Höhle. Jetzt möchte ich erstmal wissen, was hier hinten... was hier weiter hinten noch ist. Oh, da bewegt sich auch irgendwas. Ein bewachter Schatz. Okay, von was bewacht? Oh!
Von nichts, was wir nicht inzwischen relativ einfach ausschalten könnten. Das könnte doch mal interessant werden. Ich habe mich entschieden. Ich werde sie morgen fragen. Ein Mann lebt nur einmal. Wir haben uns mittags am gleichen Ort wie immer verabredet. Clarissa hat sich einen halben Tag freigenommen und ich schleiche mich aus der Kanzlei. Der alte Kauz von einem Aufseher wird niemals merken, dass ich weg bin. Und selbst wenn, na und? Ich bin jung. Ich finde andere Arbeit. Obwohl, wenn Clarissa herausbekäme, dass ich meine Arbeit verloren habe, sagt sie vielleicht nicht ja. Ich hätte schon vor Ewigkeiten um ihre Hand angehalten, wenn ich nicht gewusst hätte, wie sehr sie ein Leben in Armut fürchtet. Sie hat es mir nie gesagt, aber ich sehe, dass sie sich Sorgen macht. Aber worauf warten wir? Zusammen werden wir sparsamer leben als jeder für sich. Und außerdem müssten wir dann nicht ständig darüber nachdenken, wie wir uns hier treffen können. Ich wollte sie in das feinste Wirtshaus von Beauclair zum Essen ausführen. So oft habe ich mir das vorgestellt. Bedienungen in goldener Kluft würden uns Foie Gras und Sorbets darreichen. Clarissa würde auf einem Seidenkissen sitzen, eine pechschwarze Haarkrone auf dem Kopf, und sie wäre die schönste Frau weit und breit. Dann würde ich einen Diamantring hervorholen. Doch die Wahrheit ist, dass ich mir so etwas niemals werde leisten können. Nicht einmal, wenn Clarissa mir versicherte, dass ihr ein Ring aus Silber genug wäre und wir das Geld lieber für ein Haus in Hauteville ausgeben sollten, wo wir einen Laden eröffnen würden und sie Hüte verkaufen könnte. Darum werde ich morgen um ihre Hand anhalten, in der verlassenen Weinhöhle, in der wir uns immer treffen. Unser vertrauter Unterschlupf, an dem wir schon so viele wunderschöne Stunden miteinander verbracht haben. Sie hat sich nie beschwert, dass wir bei unseren einzigen romantischen Momenten stets von Spinnweben und alten Weinfässern umgeben waren. Doch morgen wird sich das alles ändern. Wenn wir erst verheiratet sind, werde ich sie zu mir holen und über meine Schwelle tragen. Es wird sicherlich eng werden, doch genügend Platz für ein Bett habe ich. Und es wird keine Spinnweben geben. Ich habe nur einen einfachen Kupferring für sie, mit einem roten Glasstein der billigsten Sorte verziert, aber ich verspreche ihr, diesen Ring in einem Jahr gegen einen Ring aus Silber einzutauschen, mit einem Amethyst oder vielleicht sogar einem Rubin. Oh, Clarissa, wenn es doch schon morgen wäre. Ich glaube, heute Nacht werde ich kein Auge zutun. Beide hier unten gestorben, ne? Die waren wahrscheinlich hier unten, als das alles eingestürzt ist. Deswegen auch die vielen Kerzen und das alles hier. Die hatten halt viel Zeit, ne? Gian Fanelli mir einen Kredit gibt, dann kann meine Frau als Sicherheit haben. Patrouille auf nüchternen Magen. So. Und damit haben wir diesen versteckten Schatz hier auch schon erledigt. Dann gehen wir doch einfach mal nach Norden die Straße weiter. Dann können wir uns gleich mit dem Auftraggeber für das Tofu-Monster. Das Tofu-Monster, Entschuldigung, unterhalten. Der müsste ja hier direkt sein. Stock und Peitsche für die Aufrührer. Unsere Herzogin wünscht Ruhe und Frieden. Behauptet, Graf von sowieso zu sein. Graf von Kommerwart und Lieberstein vielleicht. Patrouille auf nüchternen Magen. Oh, grauenhaft. Okay, das... Da ist... Das ist wahrscheinlich der Weg, der dann zu diesem...
der zu dem Monster führen könnte, eventuell. Auf ein Wort? Ja, natürlich. Deswegen bin ich ja hier. Die schon gesucht, mein Freund. Ja, was gibt's denn? Wozu ruft man wohl einen Hexer, hm? Um den neuesten Hoftratsch zu erfahren? Ich habe ein Monsterproblem. Ah, du hast den Auftrag ausgehängt? Dann spuck's aus. Was ist Sache? Na, na, na. Zunächst, werter Hexer, gilt es, die Grundregeln zu etablieren. Angesichts der stattlichen Diskrepanz unseres jeweiligen sozialen Status muss ich dich ob deines vertraulichen Tonfalls tadeln. Ich erwarte Hochachtung. Ich erwarte, dass du mich mit Herr ansprichst. Oder noch besser als Monsieur de Bourbeau. Gut, Monsieur de Bourbeau. Der Name wird auf der letzten Silbe betont. Bourbeau. Ach so? Ich will was anderes betonen. Erzähl mir jetzt, worum es geht, Monsieur. Sonst überlege ich es mir und verschwinde. Ah, Nördlinge und Manieren. Nun gut, bringen wir es hinter uns. Irgendetwas hat mein Weingut befallen. Hm, klarer Fall für mein Irgendetwas-Öl. Bitte, wie meinen? Ich brauche mehr Informationen. Wo wurde dieses Irgendetwas gesehen? Gibt es Zeugen, Leichen zu untersuchen? Da liegt der Hase im Pfeffer. Niemand hat die Bestie gesehen. Wir hören nur so ein seltsames Kratzen und Kreischen. Es gibt auch keine Leichen. Die Leute verschwinden einfach spurlos. Diese Geräusche, wo kommen die her? Tja, von überall her. Mit? Aber im Weinkeller hört man sie am deutlichsten. Dann dürfte das Monster unterirdisch hausen. Hm. Wann ist es am lautesten? Nachts. Wie vor Jahren, als die Häuser bebten. Darum wollte sich auch ein Experte kümmern, aber der verschwand auf Nimmerwiedersehen. Wer ist denn verschwunden, wenn ich fragen darf? Zuletzt irgendein Knecht, glaube ich. Und erinnerst du dich trotz der stattlichen Diskrepanz eures jeweiligen sozialen Status vielleicht an seinen Namen, Monsieur? Nein, da musst du meine Frau fragen. Die ist mit den Hausgehilfen besser bekannt. Leider ist sie gerade auf Besuch bei ihrer Mutter, aber sie müsste bald zurückkehren. Tja, das reicht ja dann wohl mit den Fragen. Nun sag mir, ob du den Auftrag annimmst oder nicht. Kommt drauf an. Von welcher Belohnung reden wir? Also, bei dem Blödmann, da verlange ich für die Erledigung dieser Quest in der Tat ein bisschen mehr, als ich hier üblicherweise in Betracht ziehen würde, und zwar ehrlich gesagt tatsächlich sogar ein bisschen viel mehr. Das muss ich wohl als Verlust verbuchen. Na schön. Verdammt, wenn ich es mir jetzt recht überlege, hätte ich vielleicht ganz oben einsteigen sollen. Na schön, ich übernehme. Muss mich erstmal hier umsehen und dann mit Madame de Bourbeau sprechen. Wunderbar. Ich werde dich umgehend über ihre Rückkehr unterrichten. Hier ist unterdessen der Kellerschlüssel. Doch bitte, was immer du tust, bleib von den Weinfässern weg. Ja, das ist mir schon klar, du Blödmann. Warum nach Einbruch der Dunkelheit? Ich will nicht nach Einbruch der Dunkelheit in den Keller gehen. Ich will ja jetzt reingehen und mich da umsehen. Sag mal, essen Hexer den Käse vor oder nach dem Dessert? Im Moment geht es ja darum, hier Spuren zu finden, oder nicht? Wer weiß, vielleicht... Es ist so leise. Das Monster ist wohl nachtaktiv. Ich muss warten, bis es dunkel ist. Was ist denn das hier? Eine Bestandsübersicht, okay. Die letzten Erdstöße haben mehrere Flaschenständer beschädigt und einige Weinfässer umgeworfen, die durch ihr Rollen noch mehr Schaden verursacht haben. Der Schaden beläuft sich auf 12 Flaschen des Jahrgangs 1263,
9 Flaschen des Jahrgangs 1264, 17 Flaschen des Jahrgangs 1265, 9 Flaschen des Jahrgangs 1267 und 7 Flaschen des Jahrgangs 1271. Zusätzlich gibt es 2 zerbrochene Fässer, die sich im Reifungsprozess befanden. Der Schaden nach diesem Beben war größer als nach dem vorangegangenen. Diese Erdstöße werden einmal mein Untergang sein. Ja, und wir nähern uns allmählich auch Folge 500, ne? Mal so ganz nebenbei in den Raum geworfen, völlig losgelöst von dem, womit wir uns hier gerade befassen. Aha. Da ist also was hinter. Da liegt noch ein... Zusammenfassung. In der letzten Woche war ich gezwungen, 3 Arbeiter zu Aufräumarbeiten nach den seltsamen Erdstößen abzustellen, was die Arbeit in den Weinbergen wiederum sehr verlangsamt hat. Sophie bleibt nach wie vor in Gefangenschaft und kann einige Zeit lang nicht arbeiten, und später wird sie durch das Kind nur eingeschränkt einsatzbereit sein. Jean-Luc ist heute nicht einmal zur Arbeit erschienen, ohne Vorwarnung und Entschuldigung. Wenn er wieder auftaucht, werde ich ein ernsthaftes Wort mit ihm reden. So, wie spät ist es? Was ist hier so in der Nähe? Okay. Ich mache mich mal da drüben auf den Weg, denn... Ich will jetzt nicht einfach hier auf die Nacht warten. Wir kommen in der Nacht wieder, aber ich werde jetzt nicht extra hier an der Stelle meditieren. Ich ziehe einfach erstmal weiter. Da ich vermute, dass es einen Zusammenhang zwischen diesem Monster und der Bären-Großmeister-Quest gibt, werde ich mit dem Verfolgen eben jener Quest auch noch warten, bis wir uns mit dem Tufo-Monster weiter beschäftigt haben. Deswegen ziehe ich jetzt erstmal weiter. Wir holen uns jetzt erstmal das letzte Anschlagbrett und damit natürlich auch die letzten interessanten Orte in der Umgebung und auch die letzten potenziellen Anschlagsbrett-Quests. Es gibt noch einige Quests, die uns bisher noch durch die Lappen gegangen sind. Da muss ich dann nochmal gucken. Vielleicht kann ich manche auch erst zu bestimmten Zeitpunkten im Rahmen der... Hauptquest dann machen. So, hier jetzt potenziell. Würde ich sagen, suche ich zum einen erstmal den Vorsteher hier. Wir haben hier auch... Hey, Turnier-Champion! Bei den Glöcknerinnen kriegst du sicher einen satten Rabatt. Guten Tag. Was zum dreimal verfluchten Kuckuck ist denn los, Männer? Welche Plage? Das ist nur eine unglückliche Verkettung von Umständen. Zurück an die Arbeit. Wenn wir den Kopf nicht pünktlich liefern, reißt der Investor mir die Eier ab. Sagst du das auch, Emils Witwe? Es war ein Unfall, dass er von einer Kuh erschlagen wurde? Das ist eine ernste Sache, Herr. Da muss ein Fachmann ran. Ein Magier oder so. Was ist denn passiert? Seht mal, das ist doch der Hexer, der neuerdings hier ist. Vielleicht kann der was machen, einen Exorzismus vielleicht. Wir sollten ihn fragen, was er nimmt. Ich habe den Aushang gelesen. Ihr habt ein Kuhproblem? Ihr fürchtet eine Plage? Ja, ja, und was das für eine ist. Wir müssen die Götter richtig sauer gemacht haben. In Serikanien hat es Heuschrecken und Froschplagen gegeben. Bei uns hingegen haben sie gleich angefangen, mit Kühen zu werfen. Schluss jetzt. Kein Grund, Panik zu stiften. Komm, Meister Hexer, ich zeige dir, worum es geht.
Ja, das ist wirklich eine dumme Sache, von einer Kuh erschlagen zu werden. Eine Schande. Emil war ein guter Arbeiter. Ich habe ihnen gleich gesagt, es gibt eine simple Erklärung. Aber nein, sie schreien und brüllen von Plage und Plagenzulage und Gefahrenzulage und so weiter. Die ruinieren mich, diese Taugenichtse. Ich soll rausfinden, warum eine Kuh vom Himmel gefallen ist? Wirklich? Das auch. Die Sache ist die. Es hat sich keiner getraut, den Kuhkadaver wegzuschaffen. Und jetzt treibt sich irgendein Abschaum im anderen Steinbruch rum. Wir wagen uns nicht hin. Nekrophagen, das überrascht mich nicht. Die Kuh, wo ist sie hergekommen? Und was für eine war es? Na, eine ganz normale Gescheckte, nichts Ungewöhnliches dran. Sie verrottet da drüben und stinkt. Und Emil liegt direkt drunter. Nimmst du den Auftrag an und kümmerst dich um die Sache? Was genau macht ihr hier eigentlich? Wir arbeiten an einer Statue des Propheten Majoran. Bildhauerei. Nicht die ganze Statue. Unsere Aufgabe ist der Kopf. Das Projekt lag jahrelang still, aber jetzt setzt ein frommer Investor es fort. Alle Steinbrüche der Gegend machen mit. Und wir wären im Zeitplan, wenn dieser Unfall nicht gewesen wäre. Bitte, Meister, nimmst du dich der Sache an? Ich muss mehr über diesen Vorfall wissen. Hat jemand gesehen, was passiert ist? Nein, aber Geräusche gehört. Osterf wollte nachsehen, wie Emil vorankommt. Da gab es mit einem Mal einen ohrenbetäubenden Rums. Und kurz darauf ist irgendwas in einen der Kräne gekracht. Das war bestimmt nicht die Kuh. Vermutlich nicht. Am Morgen wollten wir jedenfalls nachsehen. Aber diese Scheusale haben uns ferngehalten. Seitdem steht hier alles still. Meister, bitte zaudere nicht länger. Nimmst du dich der Sache an? Wir müssen über meine Belohnung reden, bevor ich mich entscheide. Ah, falschen will er. Was nimmst du denn? Da es hier auch so ein ganz kleines bisschen um meine Würde geht. Ich meine, ich soll eine Kuh untersuchen. Gut, aber das ist alles. Keine Boni, keine Trinkgelder. Verstanden? Gut, ich sehe mir die Sache an. Es könnte ein kaputtes Portal sein, aber das glaube ich nicht. Möge Majoran dich mit reichlich Nachwuchs segnen. Ich werde auf deine Rückkehr warten. Okay. Markiere mal die Rinderwahnsinn-Quest. Ich hätte ja jetzt gedacht, dass wir vielleicht noch eine andere Quest kriegen. Zum Beispiel die mit dem, mit dem Kopf hier. Potzblitz, wenn wir nicht sofort weitermachen, können wir unseren Zeit. Ja, auch nochmal in Frage stellen, wo ist denn jetzt die. Ach, das Anschlagbrett ist direkt bei dem Rinderkadaver. Na gut, von mir aus. Wir haben ja auch noch einen Waffenschmied, da kommen wir ja nochmal hin. Der ist ja auch hier oben direkt. Also ich vermute ja, es ist eine. Okay, der Waffenschmied ist da oben irgendwo. Ich vermute, es ist irgendein Drakonide, der seine Beute fallen gelassen hat. Auf der anderen Seite ist das natürlich eventuell auch ein bisschen simpel. Hier und sonst nirgends. Wer eine komplette Ausrüstung kauft, kriegt eine Flasche Fiorano dazu. Du siehst mir nicht wie einer vom Steinbruch aus. Bedeutet das, wir kommen nicht ins Geschäft? Nein. Das bedeutet, du wirst hier kaum etwas finden, das du gebrauchen kannst. Ich habe nur Sachen für den Steinbruch. Hämmer, Nägel, Handcreme. Aber du kannst dich natürlich trotzdem umschauen. Bist du immer so freundlich oder nur mit dem falschen Bein aufgestanden? Ich bin auf der rechten Seite aufgestanden, wie immer. Mein linkes Bein ist seit dem Unfall gelähmt. Ich habe hier mal gearbeitet, im Steinbruch, bis sich auf einmal ein Stein gelöst hat und auf meinen Fuß gefallen ist. Unschön. Oh, tut mir leid. Jetzt komme ich mir blöd vor. Ist schon gut.
Unfälle passieren hier öfter, das gehört dazu. Hin und wieder bricht sich jemand was, verdreht sich den Knöchel oder das Genick. Zeig mal, was du hast. So, wir haben nämlich schon wieder ein bisschen was. Das können wir gleich wieder investieren hier. Das war's schon. Danke. Ich muss los. Bis dann. Wer eine komplette Ausrüstung kauft, kriegt eine Flasche Fiorano dazu. So, oh, schon 16:30 Uhr. Bald wird es dunkel und bis dahin möchte ich mich hier noch ein bisschen umgesehen haben. Heute Abend geht's zu den Glöcknerinnen wie der Blitz. Die Mädels können mich gar nicht erwarten. Müssen ja dann danach schließlich noch zurück ins Tufo-Anwesen. Da unten ist das Anschlagbrett. Und ein paar Nekrophagen. Gut, das kriegen wir schnell hin. Dafür haben wir Nekrophagenöl. Und eigentlich kann ich zu jeder Zeit an meiner Stahlwaffe das Gift der Erhängten dran haben. Oder es gibt eigentlich keinen Grund, das nicht zu machen. So, dann kommt mal her, ihr Mistviecher. Zeig mir, was du zu bieten hast. Hoffentlich haben sie die Spur nicht versorgt. Das war simpel. So, jetzt ist das natürlich super interessant. Ja, es wäre nicht nur super interessant, es ist super interessant. Ich gucke mir erstmal die blöde Kuh an jetzt hier. Das muss Emil sein. Die Arbeiter haben ihn erwähnt. Armer Kerl, hat richtig Pech gehabt. Tja. Wo soll ich anfangen? Etwas Schweres hat ihn erwischt. Er hat einen Schädelbruch. Frische Fressspuren. Nekrophagen. Die haben ihn aber erst als Leiche erwischt. Bei der Leiche erfahre ich weiter nichts. Starke Gewebetraumata. Wie nach einem Sturz aus großer Höhe. Der Bauch ist aufgeschlitzt. Kaum Blut, sie war schon tot. Das Herz hat nicht mehr geschlagen. Bisswunden, klein allerdings, offenbar von Nekrophagen. Die haben das Fressen sicher sofort gewittert. Tiefe Klauenspuren. Die Breite deutet auf einen Drakoniden hin. Vermutlich ist es ein Wyvern. Aber die Todesursache sind sie nicht. Jetzt habe ich es. Die Kuh ist gestorben, als sie aus großer Höhe auf dem Boden aufschlug. Der Drakonide muss sie fallen gelassen haben. Vermutlich ein junges Exemplar, dem die Kuh zu schwer war. Emil hatte Pech, dass er drunter stand. Und dann ist da noch der Kran. Ach ja, den muss ich mir ja auch noch angucken. Wie kommen wir denn da am besten dran? Da müsste ich jetzt erst wieder hoch, ne? Beziehungsweise ich gucke erstmal von hier vorne. Vielleicht reicht das ja schon. Na ja, doch, hier geht es ja schon an den Kran dran. Aber natürlich nicht an die Stellen, an die ich unbedingt dran will. Oder müsste es heißen Kran will? Was haben wir denn hier?
Blut. Das muss ganz schön gekracht haben. Der Drakonide hat die Kuh fallen gelassen, versucht, den Flug zu stabilisieren und sich dabei verletzt. Gut, so müsste er einfach zu verfolgen sein. Auf geht's. Drakonidenblut, winzige Spuren. Ich bin auf der richtigen Fährte. Auf in die Schlacht. Wir kommen später wieder, um uns das Anschlagbrett noch anzugucken. Und dann ist ja da noch die Höhle, in die geht's vielleicht auch noch rein. Also der Steinbruch, die Mine selber, wie auch immer. Aber in dieser Richtung gibt's erstmal einen Drakoniden zu erledigen. Das war eine ziemlich starke Blutung. Die Wunde muss schwerer gewesen sein, als ich dachte. Jetzt tut er mir schon fast leid. Aber ich stehe auch schon ein bisschen unter Zeitdruck. Ich glaube, ich kann ihn inzwischen hören. Riecht wie vergorene Maische. Der Drakonide muss eine Brennerei in der Nähe überfallen haben. Bastard. Gut, komm schon, komm näher. Töten wir erstmal die Moder heute hier. Und machen uns dann in der nächsten Folge an die Untersuchung unseres neuen Fundes. Denn noch ist die Spur des Drakoniden nicht zu Ende. Aber wir werden sie finden. In der nächsten Folge von The Witcher. Ich hoffe, ihr seid dann auch wieder mit dabei. Ich würde mich da auf jeden Fall sehr drüber freuen. Bis dann. Damien de la Tour. Zu den Personen, die Geralt am Hof von Beauclair kennenlernte, gehörte auch Damien de la Tour, Hauptmann der Herzogswache. Er war der Herzogin absolut und bedingungslos, gedankenlos, wäre vielleicht ungerecht, doch nicht ganz abwegig, ergeben und betete den Boden an, über den sie gewandelt war. Meiner unmaßgeblichen persönlichen Meinung nach war er ihr mit Haut und Haar verfallen. Er benahm sich wie ein typischer Soldat, wie ein dickschädeliger Lakai, der bei Geralds Anblick nichts Wichtigeres zu tun hatte, als den Hexer zum Vergleich gewisser Körperteile zu fordern. Gerald nahm die Herausforderung gelassen an und hatte sich flugs einen weiteren Feind gemacht.